in einer Beziehung mit einem Borderline-Betroffenen braucht der Partner viel Geduld. Eine emotional instabile Persönlichkeit, schon vom Borderline-Typ, ist dadurch charakterisiert, dass die Menschen sehr starke Stimmungsschwankungen haben und auch häufig in Konflikte geraten und sehr impulsiv sind. Patienten, die unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung haben häufig Schwierigkeiten in der Partnerschaft, weil sie sehr impulsiv sind, auch gelegentlich häufig in Streit geraten und auch viele Sorge haben vor dem Verlassenwerden und dann mit Selbstverletzungen oder Suizid drohen. Die Schwierigkeit eines Borderline-Betroffenen in der Partnerschaft ist es eben, die starken Stimmungsschwankungen, starke Emotionen auszuleben und in der Beziehung zu erleben. Und für den Partner ist es wichtig zu wissen, dass diese Emotionen eben ein großes Problem darstellen, aber Emotionen nach einer gewissen Zeit auch wieder abnehmen und verschwinden. Und auf diese Weise kann der gesunde Partner eines Borderline-Betroffenen die Beziehung aufrechterhalten.